Ah ne, hä? Da musstest du ja unbedingt den Insider von Makan. Toll. Hä, wieso sind die beide und... Hä? Schön, Rapper Sin. Das klappt super. Was ist da passiert? Na, da ist Hinrunde von Neko ist halt die Hinrunde, aber dann Rückrunde von Brian Diamond ist halt nochmal Neko. Hä? Ja. Okay. Also brauchen wir jetzt die Rückrunde von Brian. Sehr gut. Die haben das falsch eingefügt. Dass das noch keinem aufgefallen ist. Ja, es ist bestimmt schon Leuten aufgefallen. Es steht bestimmt 400 Mal im Forum. So. Kingste Shit. Und Lambda hat bestimmt 6 Mal als abgeantwortet. Ja, ich bin ja, auf jeden. Der hatte heute auch schon wieder irgendwie irgendwas geschrieben von wegen Ab hat abgestimmt oder so. Und alle denken halt wirklich, das wäre Ab. Alles ist sehr verschoben. Start! Ja. Ihr müsst, bei mir klickt's doppelt, warum auch immer. Du beginnst deine Runde mit, dir fehlen die Bars und damit hast du eigentlich schon alles gesagt. Und dein Partner, dein Stick, der war schon super lahm, als er noch ein Kommentar auf YouTube war. Neko, du blöde Crew, bist so doof. Hier wird kein Bruder geholt, nur gelost. Für Neko werden Lottozahlen übrigens nicht gelost. Es wird von deren Brüder geholt. Ah, Brian hat schon alles probiert und das mit jeglichem Style. Just a prank, bro. Mann, Brian war schon immer gleich und der wird es immer sein. Just a prank, bro. Brian hat sich voll verändert und war früher ein Gangster. Wo bleibt der Schüsse Prank, Bro? Neko, der Arsch, weint erst drum, dass er aussteigt. Aber letzten Endes war das alles halt nur auch ein Prank. Zu erklären, wie oft du dir widersprichst, denn allein fehlen mir keine Bars, sondern Zeit. Um zum Beispiel dieses Brian war mal Gangster zu verstehen. Doch deine Fans feiern die Hochrat und haben damit kein Problem. 100-mal der Kommentar, du hast einen super guten Text. Übermalt nicht, sondern unterstreicht die Dummheit deiner Fans. Sie kriegt nicht Sinn, doch im Let's Watch, ja, da mecker ich dich zu. Daran sind Leute interessierter als an Tracks deiner Crew. Du disst mich mit dem Alter meiner Fans, ich hab herzhaft gelacht. Wer guckt deine Runden, Bernd oder ab? In der Hook sagst du Baum, sagt ich. Würde voll langweilen. Ja, dann kriegt Baum halt 2 Punkte für Punchlines. Dir selbst treu bleiben, ja, das kannst du leider auch nicht. Schon lustig, wie du dich hier von Brian zu Baum schwingst. Traurig, wie außer deinem Flow alles beschissen war. Und dein bester Front ist Brian, du bist bitte mal. Neko, herzlich willkommen zu Verstehen die Sprache. Herzlich willkommen. Du regst dich auf, aber die Regeln sind klar. Brian sagt, ich steig nicht aus und du kriegst das Achtel geschenkt. Doch, it's just a prank, it's just a prank. Ich hab deinen zweiten Part und mach mir wirklich Gedanken. Ich glaube, du hast. Ich kann nicht Pause drücken. Resümee zum ersten Part, Leute. Ja, ja, klar, aber wer war das in der Hook? Nicht wer hat Pause gedrückt? Ich wollte einmal Credits für irgendwas annehmen. Das war. War das nicht Cini? Oder verwechsel ich die Leute hier? Ich komme da auch nicht mehr mit. Der Video war doch Cini, oder? Ich glaube auch. Aber ist jemandem HB13 aufgefallen? Also ich weiß nicht, ob das die zusammen, die Verbindung hat, aber ich denke gleich an Halunkenbande. Und die hatten doch, glaube ich, auch ein Video mit Overworlds im Wald. Ja. Ja, ich glaube aber, das hat sich auch so ein kleines bisschen auf dieses Brian ist ein Gangster-Ding irgendwie bezogen. Okay, ich muss an Halunkenbande denken. Ja. 187. Ja, da ist es. Also ich fand den ersten Part von Brian jetzt eigentlich gut. So. Ist auf vieles halt eingegangen, was ich auch komisch fand an dem Neko-Part. Gerade dieses, ja, du bist durchschnittlich gefaselt. Ich finde, Brian float halt auch gut über den Beat, vielleicht nicht ganz so definiert und nicht so hart, wie jetzt Neko das macht. Wobei der halt eben auch, weiß nicht, halt mega gut float, so, aber ich mag die Art, wie Brian kontert, so, das mochte ich auch schon die letzten Runden oder die letzte Runde oder auch schon in vorigen Battles, ich fand das schon immer ganz gut. Ja, deswegen geht mir die gut rein. Ich wünsche mir noch eine Steigerung. Ja, wer weiß, wie kommt ihr? Lass dich. Ich hab's noch nicht geguckt, deswegen. So. Nee, ich find's voll scheiße. Nee, ja, nee, just a prank, bro. Just a prank.
Ja, well played, würde ich auf jeden Fall sagen. Just a prank, bro. So, komm, Attacke. Sich nicht. Ich kann nicht, ich übergehe das so. Diese Videos von Brian, dieser Missgeburt, schwöre, die sind nicht erlaubt, denn die sind zu gut. Wenn ein kreatives Video los, die passen zum Text, das in sich nochmal puncht, ist für Nico gleich wack. Quentin Nicotino wusste nicht, dass du Experte bist und QDC erklärst, wie meine Videos zu werten sind. Und Nico, wenn du weißt, wie man im Video Akzente setzt, warum sind deine eigentlich dann immer nur der letzte Dreck? Bars müssen auch ohne Video punchen? Ist das deine RBA-Forum-Taktik? Fuck it, für dich mach ich's trotzdem. Nico, du bist eine weinerliche Fotze. Runden ohne Clips find ich auch sehr doof. Nico, Runden ohne Clips heißen Audios. Ich an dem Pausenhof, du in der Flowstunde fest. Und zum wievielten Mal wiederholst du die jetzt? Minimis Level, wenn das die Nachhilfe hört, schreibst du 10 gleiche Parts an die Tafel dafür. 6 Jahre das Schwörter, doch ich seh fast keine Steigerung. Texten ist laut Nico so der maximeste Leistungsdruck. Wörter, die es wirklich gibt, sind an sich ganz geil. Doch man sollte nicht 100% davon abhängig sein. Nico, herzlich willkommen zu Verstehen die Sprache. Herzlich willkommen. Du regst dich auf, aber die Regeln sind klar. Er steigt nicht aus und du kriegst das Achtel geschenkt. Doch, it's just a prank, it's just a prank. Just a prank, du Spaß. It's just a prank. It's just a prank. Hey, haben wir dich verarscht? Gotcha. An der Stelle Videopunkt. Nee, ich finde, eigentlich müsste man ja jetzt Brian Punkte abziehen dafür, dass das Video zu gut ist. Ja. Das fällt mir gar nicht. Sehr gut, im zweiten Part fand ich das mit der Flow-Nachhilfe. Das fand ich ja geil. Textlich kann er was. Ist halt super. Und flowlich ging auf dem Beat ja auch gut. Die Frage ist, wen gibt man jetzt den Punkt? Also ich würde hier... Schwierig, echt schwierig. Ich fand Nico klanglich, also flowlich und auch so von der Hook her schon irgendwie stimmiger alles. Aber vom Text her fand ich, hat Brian nochmal einen draufgesetzt. Ja, genau. Jetzt ist die Frage, wie wertet man das? So. Eben. Das eine ist ja Hörgenuss, so. Brian hat ja auch super geflowt, so das darf man halt eben auch nicht sagen, dass das jetzt irgendwie, es ist vielleicht minimal weniger definiert, aber das ist ja jetzt irgendwie nicht so das Ding. Ich würde halt eben mindestens ein Draw mit einer Tendenz zu Brian geben. Ich sehe es genau andersrum. ja, das ist halt... Schwierig. Also ich finde das Battle echt schwer. Weil ich finde, Brian kontert richtig gut, aber Nico ist halt Nico und rattert halt gut durch und zeigt, was er kann so. Da bin ich echt gespannt. So, jetzt muss ich Video hier wieder... Video zählt total in dem Turnier. Brian Diamond hat's gesagt, Video zählt mega in dem Turnier. Man muss sich richtig, richtig anstrengen, sonst... Ja, vor allem muss man sich so einen Panzer klar machen und nach Kuba fliegen. Ey, und. Ich schwöre, das lohnt sich. Ich sag's euch, das lohnt sich richtig. Die Leute werden es dir danken. So. Die werden dich mit Punkten überschütten. Nicht wirklich, aber es. Immerhin hat man dann ein tolles Video gemacht. Ja, man kann stolz drauf sein. Ich finde das ganz cool. Ja, ich mag meine Videos auch noch sehen. Ich kann sie mir noch angucken. Echt? Ohne Ton geht's. Ohne Ton. Sag es dir. Ich gucke zwar nicht mal unser Geburtsbericht, Komplikation und Kunst von Notoperation von Bibi. So richtig tragisch. Titel, aber das ist halt ich gucke den Ton davon auf meine Musikvideos. Das musst du hochladen, das ist Clickbait 1.0. Ich glaube auch. Naja. So, Hinrunde. Hey. Bip, bide, bide, bip.
Willst du etwa einen machen? Letztens warst du noch am BLB, der unbekannte Dritte. Jetzt aber nicht mehr, jetzt bist du nur der Fünfte. Also Nummer 5, jetzt hast du ein Problem. Denn in diesem Battle komme ich mit Blue Schweiz und Tränen. Hip zu dem Hop, Nikos Text ist so wack. Damit meine ich grad nicht schlecht, sondern wack ist dein ganzer Text. Im Gegensatz zu mir ist ein guter Punch bei dir versteckt. Hütchenspieler-Rap, du schaffst rum und der ist weg. Bei deiner Inselbegabung ist für dich kein Land zu sehen. Weil du dich an Flows klammerst wie der Spaß in Castaway. Und jedes neue Video sieht so aus wie dein letztes. Ist auch eigentlich ganz gut, sonst beißt sich das mit deinen Texten. Du kreativer Typ, Nico ist schon Killer, der Dude. Manchmal ändert deine Line von ich bin sick und ich bin dope. Delivery bedeutet, dass man etwas zu deliveren hat. Du briefloser Briefträger, hast sogar vom Klingeln Angst. Such dir eine Crew, die dich langweiler interessant macht. Doch in deinem Inside-Job wirst du erwähnt Beamter. Es tut mir auch leid, aber es ist schon sehr bezeichnend, wenn ich marginaler Scheiß halt am einfachsten beschreiben. Du kommst an erster Stecherei, packst dein Taschenmesser aus, yo, und öffnest dein Bein. Weil das Moos bin ich Brian, du Spaß. Du freust dich nicht, du hässlicher Bastard. Wir freuen uns so wie Jenny und Asta. Warum redest du so schnell, du hast doch eh nicht viel zu sagen. Alter, geh mal lieber wieder Immobilien vermakeln. Ist mir egal, ob du Neko bist. Ich komm in dein Let's Watch und drück die Play, wenn du redest. Drei Tage vor der Paarung sitzt du eingeschnappt zu Hause. Finny. Starke Endline. Punkt. Das ist dein Punkt. Stark Endline, Punkt. Ich habe gerade überlegt, wer ist das in der Hook? Das habe ich auch. Damit war ich die ganze Zeit beschäftigt, tatsächlich, in meinem Kopf. Ich aber auch gerade. Ich habe schon wieder die Hälfte vergessen. So, Chat, kann jemand sagen, wer das war? So. Ja, Brian Diamond ist im Chat, also wird er das wahrscheinlich sagen. Vielleicht weiß er das auch nicht. Fand die ganz cool, hat die genommen. Ich mag dein Video. Ich mag, dass du dir so ein RBA-Shirt um diesen Karton gewickelt hast. Und so diese, wie heißt hier, der Kanye West-Video so ein bisschen parodiert hast. Aber der hat das falsche T-Shirt an. Wenn das Neko sein soll, dann hat er das falsche T-Shirt an. Sollte das Neko sein? Nein, das soll wahrscheinlich nicht Neko sein. Wahrscheinlich bin ich auf dem Holzweg. Aber dann hätte man diesen Kasten da so ein XXL-Shirt noch anziehen müssen. Und ein Inside-Job-Logo. Textlich war super. Es ist ein völliger Kasper-Beat. Aber das macht ja Brian öfter. Das habe ich jetzt wahrscheinlich noch den ganzen Abend und trage das mit mir rum. Textlich war das gut. Gute Abschlussline, kann man nochmal so sagen. Punkt. Punkt. Ich fand auch Lines dazwischen gut. Ich finde, dass du das ganz gut, dass er das ganz gut irgendwie pointiert hat. Aber man sieht hier ja schon wieder VBT News. Und da unten sogar so eine Einblendung. Meine Fresse, der hat sich so viel Mühe gegeben. Wenn der in die Runde weiterkommt, dann fresse ich einen Besen, ey. So. Video geht ja schon fast über Handycam und Dings hinaus. Und Ananasfilm. Ja, genau. Play? Mich gegen Brian ziehen, dann steig ich aus. Und wenn man sagt, das wäre, weil dir eh nichts einfällt, schlau, sagst du erstens, stimmt das nicht, und zweitens, dann steig ich aus. Und fordert man dich im Flugzeug zum Anschnallen auf, sagst du, wenn das hier eine Regel ist, dann steig ich aus. Und wer rumfährt wie eine Bitch, ja, der kriegt, was er verdient. Für die Teilnehmer und Zuschauer bist du nur ein Meme. Und dann steigst du doch nicht aus, ja, hab ich mir schon gedacht. Denn du brauchst dir eine Ausrede, nachdem du hier verloren hast. Sag mal, weißt du etwa, oder ist das der Regen, der offenbar nonstop von der Kartoffelnase tropft? Jetzt ist das Fass am Überlaufen, nicht. Nico rastet wieder aus und erzählt uns, was ihn traurig macht, ist aggressiv und laut. Dass man im VBT Spaß hat, ist eine ungeschriebene Regel. Ab kann man die ändern, Nico hat damit Probleme. Du kommst von der Stecherei. Aber hat er so geflamed gegen Regeln und so? Ja, er hatte was dagegen, dass es keinen Beatpicker gab, als es noch keine Rückrunden gab. Da hatte ich auch was dagegen. Ich habe dieses Jahr, ich habe gesagt, ich mache nur mit, wenn ich das, oder ich mache mit und habe keinen Bock mehr Beats zu suchen, weil ich keine hatte. Und ich lasse immer den Gegner picken. Und dann auf einmal heißt es, jeder nimmt seinen eigenen Beat. Und ich dachte mir so, was? Ja, also ich finde es auch schöner mit Beatpicker, so dass beide auch im gleichen sind. Aber Neko war das dann wohl, der das losgetreten hat, dass Ab das dann geändert hat fürs 64. glaube ich. Oder fürs 32. sowas. Ja, da gab es so ein Video, glaube ich, das er da gepostet hat. Gab es nicht sowas? Ja, aber der hatte, aber Ab hat doch das nicht geändert. Ab hat doch das dann gepostet, dass
Ab hatte da auf jeden Fall was gepostet in der Facebook-Gruppe. Ich weiß das noch. Auch mit Nico als Bild, dass er schuld ist. Das weiß ich noch. Ich weiß noch, ja. Nico war schuld. Ah, das ist doch hier dieses, es gibt doch so eine VBT-Seite, die so die Memes macht und so. Die haben das, glaube ich, ja genau, von der Seite hat er das genommen. Ja, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass das irgendwie mal Thema war. Aber sehr schön für Apple auf jeden Fall. Finde ich gut. Ich finde, die Sag mal weinst du ist ein super, die ja. Mit einer Kartoffelnase tropfte. Super und auch sehr entertained war. Und dann sagst du was, dass du traurig findest, schon aggressiv und blau. Fand ich super. Fand ich klasse. Das passt sehr zu Nico. Ja. Geht das jetzt noch weiter? Sind wir Play? Hat noch wer was zu sagen? Play. Pack dein Taschenmesser aus, ja, und öffne sein Bein. Weil das Maus bin ich Brian, du Spaß. Du freust dich nicht, du hässlicher Bastard. Wir freuen uns so wie Jenny und Asta. Warum redest du so schnell? Du hast doch eh nicht viel zu sagen. Alter, geh mal lieber wieder Immobilien vermakeln. Ist mir egal, ob du Neko bist. Ich komm in dein Let's Watch und drück die Play, wenn du redest, Bitch. Die Kartons sind super, ey. Ich komme in dein Let's Watch und drücke Play, wenn du redest, Bitch. Guck mal, das ist ein Penis im RBA-Logo, sehe ich jetzt erst. Was? Ja. Ah. Ich fand im zweiten Part vor allem geil mit dem, dann steige ich aus, wenn es morgen regnet, steige ich aus, wenn, keine Ahnung. Ja, da, gegen wen hat er das? Hat er das? Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen Nico das gemacht hat, dass er erzählt hat hier. Wenn Deutschland heute gegen Frankreich verliert, steigt Jogi Löw aus. Gegen wen hat er denn nochmal gesagt, dass er keine Runde bringt? Und dann hat er doch eine Runde gebracht. Das war auch ganz komisch. Das war auch eine ganz komische Runde. Stand dann im Forum ganz dick, ja, der macht keine und der steigt aus und ist nicht dabei und plötzlich bringt er dann doch eine Runde. Das war irgendwie weird. Tja. Ganz seltsam. Aber das ist ja sowieso immer mit den Ansagen, ich steig dann und dann aus oder so, das ist immer so. Ich gebe mir voll Mühe in Vorrunde 3 gegen Stanley und der Penner. Rein, wo steig ich aus? Ja. Der Einzige, bei dem ich sowas ernst nehme, ist TJ. Da habe ich wirklich Angst, gesagt, dass er... Ja, das weiß ich doch nicht. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich es ist nicht so, als würde ich dein Tagebuch lesen oder irgendwie ständig alles darüber lesen. Ja, ich bin zum Beispiel auch so gut wie gar nicht in der VBT Facebook-Gruppe. Also ich gucke da kaum rein. Facebook-Gruppe bin ich noch, da gucke ich auch noch rein. Aber so im Forum oder so, ich durchstöber nicht mehr alles. Nö. Und weiß nicht, wo hat er das denn gesagt, Brian? Weiß ich überhaupt gar nicht. Wüsste ich jetzt gar nicht. Aber es ist ja schon, also wenn er wirklich gesagt hat, dass wenn er gegen dich muss, dass er dann aussteigt, dann Gott, dann puncht das noch mehr auf jeden Fall. Ja, ja. Muss man halt sagen. Aber das weiß man ja nicht. Also das weiß man ja vorher nicht. Dann hättest du vielleicht in dem Paarungsvideo? Paarungsvideo. Da sind wir wieder bei deinem bei deinem Fetisch. Ich guck nur Geburtenvideos. Mach genau das Gegenteil. Achso, du lässt eine Stufe aus quasi. Ekelhaft. haben wir das auch wieder abgearbeitet. Paarungsvideo. Hab ich nicht gesehen. Aber Paarungsvideo hat das da drunter geschrieben, oder was? Also keine Ahnung. Keine Ahnung. So, Rückrunde. Bin mal gespannt, wie er das kontert. Da musstest du ja unbedingt den Insider von Markant ausleihen. Aber ja, Brian. Lass einen machen. Ich bin das fünfte Rad im Wagen, Alter, wart einen Moment. Das ist Toofies, hat dir das Tomatenmark nicht erzählt? Oder MGM, hat dir das nicht der Morty erzählt? Ey, yo, Brian, sag, woher hast du diese Hammer-Ideen? Nee, meine Clips sind lahm verglichen, so mit deinen doch nur, weil du zu anderen Videos gehst und sagst, ich leih mir das kurz. Und dir fällt nichts mehr zu mir ein von neuen Lines, keine Sport. Rufst hier den Text von Shirley an? Warte, ich leih mir das kurz. So schön von anderen alles abgepaust, weil dein eigener Schritt keinen juckt. Schon traurig, wenn man ein Wiedererkennungswert von wem leihen muss. Die Post geht ab beim Brieflos und Briefträger, das macht dich krass sauer, weil du wie ein echter Postbote eine Scheiße von anderen ablieferst. Kid
Und du bist Brian, weil das Moos ist ja Mörder. Wie kommst du, dass du noch immer versuchst, mein Flow gegen Shirley zu kontern? Und ich hab nie ne Punchline, Digga. Und da hört man, wie kommst du, dass du noch immer versuchst, mein Flow gegen Shirley zu kontern? Ich gewinne, indem ich euch allen das Gleiche sag. Sprich das eher Bände über euch statt über meine Parts. Und du meckerst rum, weil ich euch immer wieder wack nenn, Mann. Wenn ich das so aufregt, hier die Lösung, Grizzly. Rap besser. Oh. Du weißt, dass der Shit nichts bringt. Das ist dumm, was du da machst. Rap ohne Delivery für Selbstabholer oder was? Nur Spaß. Du hast den Mega-Darstellungsdrang, aber hast nichts zu sagen, Mann, Hauptsache Beachtung. Damn. Du hast keine wahre Identität, du zitierst nur YouTube-Kommentare und nennst die Text. Aber ey, die Szenen im Parkhaus waren gut gewählt, weil, dass du kein Rückgrat hast, kann man da sogar sehen. Daran, wie du da stehst, Brian. Der erinnert mich voll an Dantasy. What the fuck? Ja. Neko, cool. Ich fand jetzt das Video, diesen Video-Break irgendwie sehr, sehr weird. Aber gut. Fand den Anfang ganz cool mit dem Ich leih mir das kurz. Das fand ich cool. Ich leih mir das kurz war cool, auf jeden Fall. Aber ich hab jetzt voll, MJM ist für mich jetzt voll Dantasy, ich weiß auch nicht. Die Hook, der klang wie Dantasy. Ja, bisschen ähnlich von der Stimme, ja. Hm. Mach einfach weiter. Ein halber Part darüber, dass ich im Endeffekt gar nicht aussteig. Bist du beleidigt? Bist du verletzt? Ach komm, vielleicht steig ich in der R noch raus, Brian. Okay, das ist jetzt scheiße. Und du trägst Shirley als ein ausgewachsenes Baby vor deinem Bauch. Man doch bei deinem Rumgejammer hätte man die Gesichter tauschen sollen. Ich mein, da saß ich schon im Viertel. Briss, Baby will den Ausstieg? Yeah. Baby will den Ausstieg? Yeah. Kriegst du nicht? Du benimmst dich grad wie ein Kind. Ich hau mit dir Spaß mit dir. Du weißt, mit deinen Limes nicht ab, willst du mich jetzt zum Lachen zwingen? Brian. Dein Shit ist ziemlich leicht zu durchschauen, Mann. Du bist fixiert auf meine Nase, weil ich dir deine geklaut hab. Ist ziemlich übel, Briss. Und wieder wird dein wütendes Gejammer und Geheule von dem Videoeindruck über Smink. Ja, ich konnte ne Regel ändern. Du verlorst zu ab dein Vertrauen. Hey. Junge, wenn ich das so hab belastet, dann steck doch auf. Tanz den Prime. Tanz den Prime. Flieg mal wieder gegen Baum raus. Tanz den Prime. Tanz den Prime. Tanz den Prime. Mit dem beschissensten Beat, den du gefunden hast. Du bist seit 3 Jahren der allergrößte Spaß. Du Spast. Ja, das Ende fand ich jetzt wieder ein bisschen unnötig. Im zweiten Part nichts weiter gehört als, also das mit dem, du bist nur so auf meine Nase fixiert, weil ich dir deine geklaut habe. Die war ganz gut pointiert. Sonst ist mir da jetzt nicht irgendwie großartig was hängen geblieben. Und das mit dem Baby, war das im zweiten oder war es noch im ersten? Der erste Part war gut, so kann man halt nicht sagen. Im zweiten war das mit dem Baby. Mhm. Ja. Ja, das fand ich eigentlich ganz cool so. Also, weiß auch nicht, was da. Ich steck da auch zu wenig drin, glaube ich, was dieses Shirley-Ding damit zu tun hat. Aber mit dem Will-Baby kriegt's aber nicht. Naja. Pff, fand jetzt nicht so cool die Rückrunde. Irgendwie. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich weiß damit noch nichts. Ich find's schwer. Ich find's schwierig. Ich finde das ganze Battle halt super schwierig. Das sind halt beides so super eigene Charaktere. Das ist halt wieder so ein Ding, so Neko stylt halt ein bisschen, also setzt ein bisschen mehr auf Style als Brian. So sehe ich das zumindest. Und Brian halt ein bisschen mehr auf Text. Und das merkt man beiden ja dann auch schon irgendwie so ein bisschen an. Für mich ist das unentschieden. Für mich ist das auch eher ein Draw. Weil erste Runde finde ich Neko halt besser, einfach wegen dem Technischen und textlich waren sie da eigentlich auf Augenhöhe. Aber jetzt hier finde ich halt Brian besser. Schwierig. Ich würde auch vielleicht leicht zu Brian tendieren insgesamt. Also 2-2 oder 2-1 Brian, keine Ahnung. Aber wieder mal, noch ein paar mal geben. Wieder mal geil, wird ein knappes Ding. Ja. Das wird klar. Kommt da noch was? Nein. Komm, Brian, Neko weiter dafür, Lambda zweimal raus. Was? Ja, stimmt. Der hatte ein zu cleanes Video. Das darf man. Das muss man direkt negativ. Nee, eigentlich Brian Diamond raus, alleine wegen Video.
Ja, war zu gut auf jeden Fall. Ja. Wobei Neko hat sich auch Mühe gegeben. Ist Neko jetzt im Team Mühe geben, weil er ständig so Wasted war? Vor allem diese Scheiße mit Team Mühe geben. Das war ja sogar schon fast eine Tamo-Produktion hier. Fast schon kinoreif. Aber was ist jetzt das Gegenteil von Team Mühe geben? Team keine Mühe geben. Ja, keine Mühe geben. What the fuck, die JM? Das ist ja videotechnisch, ne? Wobei. Ah, ist auch wieder so schwierig zu sagen. Ah. Dass ich immer so kritisch verhalten muss. Ich. So. Am Ende bin ich wieder salty oder so. Ach, jetzt kommt DJ Lang. Nee, da kommen wieder so YouTube-Kommentare wie: Oh, Morty voll unsympathisch. Ja, Morty voll unsympathisch. Ja. Boah, Morty voll salty. Morty voll salty. Hashtag Morty voll salty. Ich glaube, das wird mein neuer Instagram-Account. Oder na, einfach so. Lass das voll weg. Einfach nur Salty Morty. Ja.